glaube, da weiter hinten gab es noch ein Haus, oder? Aufpassen jetzt hier. Ob hier keine Wölfe rumrennen. Da hinten gucken. Da ist nix. Ah, guck. Zack. Drückt mal alle Daumen, dass wir hier was finden. Something's gotta go. Zumindest ein paar Schuhe. Das wäre sehr nett. Geschichte des Zusammenbruchs. Tagebuch aktualisiert. Tagebuch aktualisiert. Geschichte des Zusammenbruchs Teil hier. Geschichte des Zusammenbruchs Teil 1. Ja, erst einfach mal auf Pause klicken und da könnt ihr es dann durchlesen. Ich lese mir das selber. Mitte des 21. Jahrhunderts lobten die tobte die Weltwirtschaftskrise, die durch eine andauernde politische Instabilität in den USA und Europa begünstigt wurde. Dies führte zu Beständigkeit auf den Finanzmärkten und einen plötzlich katastrophalen Zusammenbruch der nordamerikanischen und speziell kanadischen Banksystems. Auf einen Schlag wurden die kanadische Währung wertlos, was eine Superinflation des US-Dollars auslöste. Infolgedessen verlagerte sich alle Handels- und Wirtschaftsaktivitäten auf die chinesischen Yuan und Kryptowährungen. Wie Bitcoin. Das wirtschaftliche geschwächte Kanada wurde unter die finanzielle Aufsicht der nordamerikanischen Wirtschaftszone gestellt. Das Kanada als eine Art Protektorat der größten US-basierten Wirtschaftsblocks behandelte. Ab diesem Zeitpunkt konzentrierte sich die Mehrheit der wirtschaftlichen Aktivitäten auf die ohnehin schon dicht besiedelten Stadtgebiete Kanadas. Kleinere ländliche und abgelegene Regionen wurden quasi abgeschnitten. Ohne lokale wirtschaftliche Versorgung, die für diese Gemeinde überlebensnotwendig war, ließen viele Menschen ihre Heimat zurück und flohen in der Hoffnung auf eine stabilere Wirtschaftslage in die Stadtgebiete. Gut, das ist natürlich logisch. Ja. Juhu. Ich bin wieder ausgestattet. Thermostiefel, geil. Ich bin heilwegs wieder ausgestattet. I could use this. So,
Ich dachte, jetzt gibt's noch was. Irgendwas. Hope nobody needs this anymore. So, jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Nice. Alright. Haben wir hier noch was? Aber wir können noch rennen. Dann mal, wir trinken mal hier was ein bisschen. So. So, diesmal schmeißen wir das nicht weg. Na gut, das können wir zerlegen. Das lasse ich jetzt immer mal für... Geil. Guck mal, da habe ich sogar was, was besser ist. So. Fehlt uns aber immer noch dann. So, und das lassen wir mal alles schön. Falls doch mal was kaputt geht, auch wenn das kaputt geht. Lassen wir das mal alles. Oh, schimmelige Erdnussbutter, toll. Da muss ich jetzt gleich erstmal das wegessen. Dose. Zack. Zack. Mal eine Dose können wir ja mitnehmen. Patronen sind nie verkehrt. Ja. Und da haben wir dann sozusagen noch die Nebenstories. Das Überlebenstraining und die Vorrats. Verstecke in Rätselsee. Ich kann eigentlich mal gucken. Trostlose Marschlande habe ich nicht mehr. Beschädigte Bahnstrecke habe ich auch keine Geheimdinger. Aber jetzt das alles abzusuchen, das ist ja auch blöd. Hier ist auch nichts mehr. Ich könnte halt dann halt töte einen Wolf bei der beschädigten Bahnstrecke, könnte ich noch machen. Ja, das würde mich mal interessieren, ob ihr das sehen wollt. Ob ihr das sehen wollt. Oder nicht. Das ist aber eigentlich, das übersteigt doch die Ressourcen dann von. Ich müsste ja nochmal ganz durch zu der Bahnstrecke und so. Ach ne, das machen wir nicht. So, ich guck jetzt nochmal, ob ich alles hab. Recycelt und blablablub. Hier Bücher haben wir, das haben wir. Sonst noch irgendwas? Hier noch irgendwas? Nee. Okay. Das war's, wo hier liegt okay, ne? Truhe. Irgendwas zum Lesen noch? Nö. Okay. Gut, wie gesagt, einmal zurück.
Und dann werden wir uns mal zum Staudamm aufmachen. Weil die Nebendinger wollte ich eigentlich nur alle machen, weil wegen den Trophäen, aber naja. So interessant ist es jetzt auch nicht. So interessant ist es jetzt auch nicht, sage ich mal so. Also die Hütten haben wir eigentlich so gut wie alle geöffnet. Denke ich mal jetzt. So. Ja, und da hat sich eigentlich, dass die Map sich so gut wie erledigt. Zum Stausee, das wird auch immer lustig. Ja, da werden wir noch ein paar Wölfe abwehren müssen. Und dann schauen wir überhaupt erstmal, wie das im Stausee so abläuft. Würde mich auch mal interessieren. Komm, wir rennen mal ein bisschen. So, und da wäre ich dann nämlich noch im Lagerbüro noch ein paar Vorbereitungen treffen. Und irgendwo habe ich mal was übersehen, weil bei irgendeiner Leiche oder so habe ich wahrscheinlich vergessen, da mit den Vorräten und so. Ich kann ja hier noch mal reingucken, wo der Typ war. Ob hier noch irgendwas war. Ob da irgendwas auf dem Tisch lag oder so. Mal kurz mal gucken. Aber ich glaube, hier war auch nichts. Mülleimer leer. Truhe leer. Ne, hier lag auch nichts. Nix, nix. Unten drunter? Ne. Behälter war leer. In der Kiste war auch nichts drin. Ne. Da war auch nichts. Das ist eigentlich immer in guter hier. Könnt ihr euch mal merken, wer das Spiel mal spielt. Also immer hier da hinten lang gehen. Echt ein guter Tipp. Aber bei dem Lagerbüro nicht über, weil da spawnen meistens die Wölfe. Könnte auch noch so ein Vieh erschießen eigentlich.
Oder nicht? Ah, scheiße. Das war doch gerade noch. Warum ist es auf einmal neblig? In den Kopf muss ich schießen. This pack is getting too heavy to carry. Ja, hol nicht. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Mal 44. Machen wir das erstmal weg. Da war da der Nebel und da ist er auch wieder weg. Und die schöne Musik kommt. Ja, wie gesagt, gern mal in die Kommentare schreiben, soll ich jetzt die Überlebensdinger noch machen und die Vorrats. Ja, die komischen Vorratsverstecke finden, aber da muss ich die ganzen Maps nochmal abloben und ob sich das lohnt. Ich glaube nicht. Ja, ich denke mal, wir werden die Story weiter spielen. Zu dem komischen Staudamm gehen da und ja. Und dann müsste ja eigentlich Episode 2 schon zu Ende sein. Und dann ja die neue kommen, die dieses Jahr erst rausgekommen ist.